So, die zweite Ausgabe von unserem InnoFlash und ich laufe hier durch meinen Garten. Das ist so ein bisschen aufgenommen jetzt in meinem Corona-Studio, wie wir das jetzt nennen. Und es ist da gucken wir jetzt gleich nochmal von außen rein. Es ist nämlich nicht aufgeräumt. Aber das werdet ihr im Video gleich nicht sehen. Dafür ist die Gesprächspartnerin umso aufgeräumter. Ich freue mich total darüber, dass ich mit... Ach, wartet mal. Das erzählt ihr euch gleich selber, sprechen kann. Mein Name ist Katrin Redmann. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile bei der SAP, war aber vorher auch schon in anderen Unternehmen tätig. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man einfach immer den Blick über den Tellerrand sich bewahrt. Ich bin Bankkauffrau ursprünglich von der Ausbildung her, habe in Paris gelebt, in der Schulzeit, in der internationalen Schule. Das hat meine Affinität zu anderen Kulturen auf jeden Fall als Basis gesetzt. Und das ist jetzt auch immer noch so geblieben. Also ich arbeite am liebsten mit ganz verschiedenen Nationalitäten zusammen, mit ganz verschiedenen Sprachen. Ich spreche selber 4 bis 5 Sprachen, mehr oder weniger gut, Französisch fließend, Englisch fließend, Spanisch komme ich gut klar. Auf Spanisch mache ich gerade eine Philosophieausbildung nebenher, das heißt sokratisches Design. Da lernt man wieder zuzuhören und noch mehr Empathie für das Gegenüber zu entwickeln, wie beim Design Thinking. Ich unterrichte Design Thinking, Science Fiction Thinking an Unis. Ich schule auch Professoren und Lehrer, weil ich denke, es wird immer wichtiger, agil zu denken und zu handeln und sein Mindset immer frisch zu halten. Wow. Das war ja aber auch meine Reaktion, als wir uns letztes Jahr persönlich kennengelernt haben. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage so zu familiären Umfeld. Hast du Kinder? Wie alt? Ja, ich habe 2 Kinder. Meine Tochter sitzt gerade fest in Amerika bei einer Gastfamilie, lernt gerade super Englisch, genießt die Highschool und die 2 Hunde dort im Washington State. Ist ziemlich in der Natur, hat sie es verschlagen. Ich glaube, das ist aber ganz gut so. Sie lernt da viele andere junge Leute kennen und für die Sprache perfekt. Mein Sohn hat sich zum Ziel gesetzt, Handballer zu werden, möglichst Profi-Handballer, studiert aber nebenher. Das hat nach Gummersbach jetzt gerade gezogen letztes Jahr. Sodass ich im Moment viel Zeit für meine Projekte habe. Katrin, bei all den Sachen, die du da machst, ja, du hast ja auch einen Job noch nebenbei oder hauptberuflich vermutlich. Erzähl doch mal ein bisschen, was du da so genaues machst und warum ich das so mega spannend fand und dich jetzt hier auch wieder zum Gespräch eingeladen habe. Ich bin bei der SAP seit 6 Jahren jetzt im University Alliances Management. Das heißt, wir gucken, welche Universitäten haben welche Bedürfnisse, wie können die Studenten ein anderes Curriculum bekommen. Und da geht es jetzt nicht nur ausschließlich um die Software von SAP, dass sie sie gratis zur Verfügung gestellt bekommen, sondern eben auch, wie können Studenten schon früh lernen, Projekte zu führen, Kunden auch nach Feedback zu fragen und ein Kundenprojekt wirklich zeitgerecht durchzuführen. Und das machen wir in Praxissemestern, die ich orchestriere, wo es einen Kickstart gibt mit Design Thinking, Business Model Innovation, auch Science Fiction Thinking, wenn nötig. Und da versuche ich vor allem Ingenieurstudiengänge und Informatikstudiengänge dazu zu bringen, wirklich erstmal in das Problem tief einzutauchen, sich die echte Challenge des Kunden so zu Gemüte zu führen, dass man Empathie für den potenziellen Nutzer entwickelt oder Kunden. Und dass sie dann ihre kreativen Young Bright Minds einsetzen, um da eine kreative Lösung für den Kunden zu liefern. Und mein Highlight war wirklich im letzten Semester von einer Hochschule, die haben einen IoT-Koffer entwickelt. Könnte auch für euch vielleicht interessant sein, bei dem die erste Sekunde eines Kundengespräches einer Beratungsfirma
praktisch eine Initialzündung bringen sollte, dieser Koffer, dass der Kunde sofort sagt, ja, stimmt, ich muss jetzt mal über IoT nachdenken in meinem Umfeld, in meiner Produktion oder wo auch immer das Unternehmen sich tummelt. Und das ist ein Koffer, der kann im Flugzeug mitgenommen werden, easy, ist Handgepäck und die haben den selber zusammengeschraubt, also mit Sensoren, mit einem Laptop eingebaut im Deckel. Ich war wirklich begeistert und das Ganze in 3 Monaten. Aber sag mir nochmal ganz kurz was zum Thema Passion. Also was ist dein Antrieb in der Funktion? Das immer permanente Treffen von neuen, von jungen Menschen, die halt etwas aufbauen wollen. Meine Passion ist, verschiedene Wissensbereiche und Erfahrungen zusammenzubringen von ganz unterschiedlichen Menschen. Also das kann vom Musiker, vom Künstler, vom Start-up im Kunstbereich für artifizielle Intelligenz oder dann eben auch größere Firmen wie Automotive-Firmen oder Banken. Diese Vermischung der verschiedenen Bereiche und Personen, verschiedenen Ebenen auch. Ich glaube, diese Diversität, das ist das, was für mich die Spannung ausmacht. Und dann daraus da eine Saat zu setzen mit verschiedenen Modulen, Angeboten, die ich selber auch steuern kann und anbiete, diese Saat zu setzen, dass neue Innovationsprojekte entstehen und vor allem auch neue Denkansätze. Also da beschäftige ich mich zum Beispiel jetzt auch durch eine Hochschule angetriggert, aber auch eine Stiftung ist dabei in Darmstadt. Ich beschäftige mich da jetzt mit Gemeinwohlökonomie. Was bedeutet das? Ja? Wie können wir alle umdenken, ökonomisch, aber auch ökologisch? Weil ich wirklich glaube, wir sind an so einer Grenze, wo wir jetzt neu aufsetzen müssen. Vielleicht einfach eine Reinigung durchlaufen müssen und dann neu starten. Für mich wird der Gamechanger sein, wie wir uns fortbewegen in Zukunft. Ich bin ganz sicher, dass die dritte Dimension jetzt aufgemacht wird, dass es gar nicht mehr darum geht, welchen Antrieb hat ein Auto, sondern dass es jetzt darum geht, wie können wir auch logistisch Verkehrswege umweltschonend und aber effizient für die Bevölkerung herstellen. Und zum anderen, brauchen wir überhaupt so viel Mobilität? Können wir nicht Lifelong Learning auch online in spannenden Formaten anbieten? Und wir machen im Moment Tests mit verschiedenen Schülergruppen. Wie können sie jetzt unterrichtet werden? Auch Studenten, ja, wie können sie sich jetzt organisieren und trotzdem weiter lernen, obwohl jetzt gerade vielleicht ihre Abi-Prüfung auf dem Spiel steht? Ja, also ich meine, es sind ja Themen, die jetzt, ich greife nochmal nach, weil es ist ja also jetzt doch dann in der aktuellen Situation, wir befinden uns, für die, die das jetzt gucken, gerade in dieser Corona-Phase. Wir beide wissen jetzt nicht, was daraus wird, ja, haben da vorhin ganz kurz drüber gesprochen, aber es sind ja beides Themen, die dafür relevant sind. Also Mobilität, also ich sitze jetzt hier gerade in meinem Zimmerchen, ne, so hier mit meinen Dingern an der Wand. Ich auch. Ne? Oder auf der Terrasse, wenn es gut läuft. Genau. Das zweite Ding ist, dass wir alle, also wir haben noch nie so viele Anfragen gekriegt für, helft uns doch mal, wie wir denn gemeinsam jetzt so zusammen lernen oder irgendwas anderes machen. Das ist ja das ist ja Wahnsinn, was jetzt los ist. Also die Leute verstehen das ja jetzt erst. Ne? Also glaubst du, dass das jetzt schon demnächst kommt, das, was du erzählt hast? Ist das schon nah, auch Mobilität und halt lebenslanges Lernen? Ich denke, dass das jetzt nächste Woche starten kann. Also wir sind schon dabei, wir starten jetzt schon für die Osterferien. Das heißt, ich sehe das Ganze positiv. Das ist jetzt eine Phase, die uns zwingt, umzudenken. Und zwar nicht nur uns jetzt als, sag mal, als Innovationstreiber, sondern eben alle, die ganze Bevölkerung. Und das ist genau das, worum es bei Gemeinwohlökonomie auch geht. Die gesamte Bevölkerung muss umdenken und sollte sich enger zusammenschließen und einfach auch feste Regeln mal durchdenken und zu gucken, sind das die Grenzen oder geht es darüber hinaus, also beyond. Ich glaube wirklich, dass es uns letztendlich hier eine Chance bringen wird, dass wir Wissen skalieren können, dass sich Schwarmintelligenzen einfacher bilden, Communities für verschiedenen Wissensbereiche, so wie ich ja auch jetzt seit 5 Jahren arbeite. Ich habe meine Communities wirklich für jedes Thema. Ich behaupte, ich kann jederzeit in verschiedene Themen, auch von denen ich nichts verstehe, relativ schnell eintauchen. Und warum kann ich das? Weil ich verschiedene Leute kenne, von denen ich weiß, die sind Spezialisten oder Experten in bestimmten Bereichen. Und wenn man die verknüpft und verbindet, und das ist mein Ding, die Netzwerke. Ich glaube, das ist das Bahnbrechende und das Game-Changing. Nicht mehr so sagen, ich bin jetzt in der Fakultät XY, ich bin der Professor oder die Professorin für einen bestimmten Bereich und nur da kenne ich mich aus, sondern zu gucken, oder ich bin Projektmanager und kenne mich nur in einem anderen Bereich aus, sondern zu gucken, wie kann ich verschiedene
ganz verschiedene Berufe auch und wie gesagt auch Altersgruppen, kulturelle Hintergründe verbinden. Und immer mit dem Ziel natürlich, daraus eine Innovation entstehen zu lassen und die dann auch durchzuführen. Also ich bin Maker, ich rede nicht lange, ich mache und ich glaube, so hast du mich auch kennengelernt. Meine aktuelle Lieblings-App war bis vor kurzem Booking.com und Spotify, weil ich eben viel unterwegs bin, weil ich immer noch gemeint habe, persönliche Kontakte bringen einen Boost für die Arbeit, die ich mache, für das Netzwerken, das Matchmaking, weil ich eigentlich gerne den Menschen einmal in die Augen gucke und dann kann ich sehr wohl virtuell arbeiten. Aber dieses einmal jemanden erleben, so wie dich bei der Keynote, ich glaube, das senkt die Schwelle einfach und erhöht die Qualität, wie man dann sprechen kann miteinander. Und ich glaube, da müssen wir jetzt versuchen, neue Konzepte zu finden. Und deshalb wäre so meine Lieblings-App, aber die gibt es noch nicht, wäre wirklich eine Mischung aus Slack, Teams, kombiniert mit 3D-Druck und AI und Virtual Reality. Wie kann ich jetzt dich direkt bei mir hier vielleicht sogar in meinem Umfeld erleben und sehen, weil du bist hierher transportiert worden in irgendeiner Form oder umgekehrt, wie kann ich ich habe gerade James Blunt geguckt in der Elbphilharmonie, der hat immer in die leeren Ränge geguckt, weil er das gewöhnt war, dass er das Echo braucht, er hat keins bekommen, es war niemand in der Elbphilharmonie, aber er hat sein Telekom-gesponsertes Konzert dort durchgeführt, ganz tapfer. Ich fand das hart, ja. Das heißt, wir brauchen ja die Interaktion. Wie können wir jetzt die Interaktion intensivieren? Ich glaube, das virtuell, das wäre, glaube ich, meine Lieblings-App. Die gibt es aber, glaube ich, noch nicht. Ich habe sie zumindest noch nicht auf meinem Handy. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für diese sehr, sehr spannenden und impulsiven Minuten, die wir ja im Vorfeld auch schon hatten. Also das ist ja jetzt nochmal dann komprimiert. Und ja, folgt Katrin bei LinkedIn und verfolgt das, was sie tut. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Darf ich noch eine kleine Note anfügen? Absolut. Ich bin im Moment dabei, ein Mega-Reallabor zu organisieren im Rahmen von der EU Social Economy Konferenz, die in Mannheim stattfindet, am 26. und 27.11. Und ich suche da noch rebellische Mitstreiter, die bereit sind, eins von 7 Tribes zu übernehmen, also verschiedene Themenbereiche, und dort in einem Spannungsfeld analoge Welt trifft digitale Welt. Am zweiten Tag treffen die sich beide wirklich zu dem Thema Gesundheit oder Lernen oder Leben. Ja, verschiedene Themenbereiche werden wir dort haben, auch Dialog, ja, weil Dialog wird wieder wichtiger. Wie kann ich diese Themenbereiche zu einer entscheidungsfähigen, zu einem Proposal bringen, das dann 2 Tage später nach dem Reallabor bei der EU direkt Ursula von der Leyen gepitcht wird als Entscheidungsgrundlage. Die Idee ist entstanden, weil die Scientists for Future sprechen nicht mit den Fridays for Future richtig. Die Fridays sind laut, aber können ihre Wünsche nicht wirklich kanalisieren, dass daraus eine Entscheidung entsteht. Und die Entrepreneur for Future, das weißt du am besten, die machen einfach schon. Und jetzt ist die Frage, wie kann man die alle unter ein Dach bringen? Und das habe ich dort vor bei dem Mega-Reallabor. Also ich lade euch da herzlich ein, mich zu kontaktieren, wer auch immer einen entscheidenden Beitrag hat. Das können wir machen. Also es gibt bestimmt eine Landingpage dafür, die packe ich unten auch in die Shownotes rein und dann können sich hier alle Folgenden und Schauer gerne registrieren. Katrin, vielen Dank. Ja, danke fürs Gespräch, Christian.